Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mo. Ja, jetzt dann beginnt das, was ich davor schon gesagt habe, dass ich jetzt Projekte wieder anspiele, die ich zu Ende bringen möchte, die ich leider pausieren musste, weil es halt einfach Probleme gab. Und ich bin erst aufgestanden, wie man wahrscheinlich gerade an der Frisur und so denken kann. Deswegen ist es ja eigentlich rein theoretisch egal. Ich möchte euch ein paar Sachen erzählen, wie das Projekt halt jetzt wieder weitergehen wird, was mir das erstens auffällt. Ich habe das Spiel jetzt schon seit Monaten nicht mehr angefasst. Und ich merke jetzt schon eine Änderung. Hört ihr den Sound? Der ist überarbeitet, also ein bisschen so geremixed worden. Ein bisschen scheiße, finde ich. Und ich sehe unser Team gerade. Lavita wollten wir eigentlich trainieren. Damals. Ich habe zwar nicht jetzt alle Parts hochladen können. Nein, warum bin ich raus? Da wieder von neu anfangen, oder? Ah, egal. Wir gehen schnell zum Pokémon Center. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum wir hier auf der Zinnoberinsel sind. Das hat einen ganz einfachen Grund. Was? Ja, das weiß ich ja. Ich habe meine Festplatte neu aufspielen müssen, weil Windows 8 gemeint hat, ja, ist scheiße, du kannst jetzt... Wie kann ich da jetzt wieder... Wie ist die Tastenbelegung hier eigentlich? Ja, da ist ein Problem. Sie müssen die Festplatte neu aufspielen. Und ich denke mir so, ja. Geil, alles verloren, wie was ich ja erzählt habe. Ah, Z. Z ist da. Welcome to your Poké Center. Ich weiß nicht, was da jetzt alles aktuell geworden ist. Aha, aha. Okay. Geheilt alles. Sehr schön. Deswegen. Ja, wenn jemand das spielen sollte, dann könnt ihr mir ein paar Tipps geben, was sich so verbessert hat. Also der Sound, der ist grottenschlecht. Leck mich am Arsch, ist er schlecht. So, jetzt müssen wir hier Spanfilter von neu machen. Damit kenne ich mich aus, zum Glück. Ist das unterste, glaube ich mal. Z war es, ne? Okay. Und ich habe es ja davor mit der... Mit dem Schwarz LP, nee, Schwand LP oder so gespielt. Also mit hier Robert und seinem Bruder. Aber das hat sich irgendwie dann in Luft aufgelöst, das Ganze. Und deswegen habe ich es halt dann so lange pausiert, bis wir das wieder aufnehmen. Und bis jetzt ist halt noch nicht gekommen, deswegen nehme ich das jetzt wieder alleine auf und dann mal gucken. Vielleicht kommt ja jemand noch dazu, mal gucken, also du kannst dich auch mal gerne melden hier drunter, ne? Also wenn du möchtest, kannst du gerne mitmachen, wenn du auch schon so weit bist, wenn nicht, dann kannst du ja so weit spielen. Oder wenn du es nicht willst, dann kannst du ja neu anfangen und ich bin dann mit dabei. Einfach via Skype, Agefly Dave, könnt ihr mich natürlich anschreiben. So, aber jetzt wieder aufs Spiel bezogen. Poké MMO ist ja eine Art, go back. B ist, keine Ahnung. Ist der Pokémon Feuer Rot rum. Und, für die Sprites kann man noch Pokémon Heart Gold mit rein implementieren. Was ich auch gemacht habe. Ich glaube, ich bin hier vollkommen falsch. Und das Lustige daran ist, dass es ein Multiplayer ist, wie ihr es hier wahrscheinlich jetzt sehen könnt. BSX. Das ist doch voll scheiße gestellt, Alter. So. Safe. Da ich das immer auf A habe. Das passt. Ein wildes Pokémon erscheint! Ein Fukano. Fukano ist auch schön. Ich weiß nicht, gibt es da eigentlich auch so wie bei Pokémon Y und X und Y? Da ist es ja so. Was? Oh, ich bin ja doch voll unterlevelt. Dass es so GTS gibt. Und da muss man da jetzt halt wirklich. Muss man da jetzt halt jetzt wirklich da so einfach zu denen hingehen. Ey, ich muss ein Pokémon tauschen. Da kriegt man wahrscheinlich eine Faust oder so. Wir sind hier. Ne, wir sind hier doch richtig. Hä? Achso, ja.
Ein Pokémon. Ein Radik. Oh, scheiße. Wenn es mit dem Hypertat angreift, sind wir tot. Level 36. Ach du Heilige. Oh, fuck. Glaube ich. Bin tot. Ja, tot. Was? Lol. Ich lebe noch. Manchmal ein Mega Punch hier. Scheiße. Was habe ich da noch für Pokémon? Level 32, 17, 28. Taubos Level 37. Ein bisschen ÖPs mache hier. Aktuelles ist es ja auch so, ich nehme jetzt halt meine Let's Plays zur Zeit mit Facecam auf. Ich möchte da ein paar Sachen probieren. Ich wollte gerade Propaganda sagen, aber das hat ja da nichts damit zu tun. Und wie gesagt, bis jetzt spiele ich das alleine. Aber wenn du gerne mit dabei sein möchtest, dann kannst du dich natürlich melden. Unter die Kommentare kann ich auch anschreiben. Und dann mache ich das zusammen. Ich mache jetzt hier nicht so eine riesen Aufnahmesession, weil ich dann Spätschicht habe. Oh, das ist Monster, also das geht ja voll in die Magen, ey. Komm, das wirst du doch noch wahrscheinlich schaffen, oder? Ja. Ja! Genau. Gut. Lavit hat eine Chance. Ist schon Level 28. War nicht schlecht. Dick. Ja, das ist nicht sehr effektiv. Deswegen greifst du damit auch an, ne? Die haben die Sound-Einstellungen ziemlich miserabel geändert. Also, ohne Witz, das hört sich nicht gut an. Leider nicht im Recall. Vielleicht will ja irgendjemand mal tauschen oder so, mal gucken. Ich habe hier auch den Chat auf Deutsch gestellt, also dass nur noch Deutsche hier angezeigt werden. Jetzt sind wir wieder hier, wo wir vorhin waren. Hey, who are you? They should be enjoying here. Hat er eine Missage in der Tasche? Alter. Das hört sich hier an. Das ist ekelhaft. Ein Elektroball. Leck mich am Arsch. Okay, was kann Cute Water Balls? Sonic Boom. Warte mal, Sonic Boom? Ist das nicht ein Spiel? Ja, ist es. Ultraschall wahrscheinlich. Haha. Ja, Nidoking kann Aquawelle. Oder ist es Aquawelle? Ja, ich glaube schon. Und ich weiß gar nicht, wie viele Orden wir haben. Da können wir eigentlich gleich mal da drauf schauen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Orden. Also wir sind eigentlich mit der Hälfte durch. Aber das Problem ist, wir müssen noch trainieren. Das ist das Wichtigste. Wir dürfen hier keine Trainer auslassen. Das war geplant. Wir sind gekommen zum Bockenbock. Schau nicht jeder Let's Play, den muss ich euch fertig machen für die Cam-Aufnahme. Man kann einfach ganz locker und easy einfach hier ja, dritte. Vor allem, ich sitze immer so angespannt da, ich sitze immer so da und spiele. Das ist richtig grauenhaft. Also ich muss mich mal so entspannen, so ich bin nicht gewohnt immer mit. Warum greife ich eigentlich an, wenn ich nur 4 KB habe? Was habe ich denn hier alles eigentlich an alter Limonade? Gut. Nehmen wir mal hier für Nidoqueen. Nidoqueen macht eine gute Arbeit. Muss man echt sagen. Wir müssen trainieren, trainieren, trainieren. Das ist das. Ach so. Okay. Double Kick ist nicht gut gegen Gift-Pokémon. Biss ist. Nein, ich glaube, das ist gar nicht effektiv, oder? Und nicht Attacken auf Gift. Hat er so viel aufgezogen. Dazu möchte ich dann, nach PokéMMO habe ich dann vor, ein neues Projekt anzufangen. Um was es sich handelt, das ist eine Überraschung. Warum macht ihr das Selbstmord? Genau, Alter! Ich brauche unbedingt den EP-Teil da. Moment. Alles klar. Was war das? Achso! Scheiße! X. Darunter.
da sind wir. Wir sind ein Trainer. Hey. Oh, ja. Ah, ja. Wir müssen jetzt leider immer trainieren, weil wir schaffen hier einfach sonst gar nichts mehr. Vor allem für die Pokémon-Liga. Das wird ja dann ziemlich schwer. Ich glaube, man kann hier auch Pokémon. Lass mich verarschen. Okay. Ich hab's gecheckt. Okay, nehmen wir mal Lavita rein. Ich glaube, vom Typ Gestein sind wir hier ziemlich gut im Vorteil. Wir benutzen mal Rock Slide. Das sollte Oh, aber richtet doch einigen Schaden an. Ja, okay, das war klar. Super effektiv. Gestein an Feuer, aber natürlich Wasser ist noch stärker, glaube ich, oder? Kommt jetzt auf gleich hinaus. Wir müssen unser Lavita heilen mit 60 Points. Ja, das langt. Und es entwickelt sich eigentlich bald, ne? Kann es sein zu, Scheiße. Pupita. Ich war gerade an Draschler und so dran. Stomper. What the hell? Komm, besieg's. Oh, fuck. Die Genauigkeit von Rock Slide ist, glaube ich, nicht so gerade geil. Aber ob Biss reicht, wir probieren's. Stampfer, ist not very effective. Wie kann das sein? Das ist ja stärker wie ein Volltreffer, Mann. Boah. Gut, besiege es mit Quick Attack. Ruckzuckieb. Flip. Und tschüss. Und ich möchte auf keinen Fall mit legendären Pokémon spielen. Auf keinen Fall. Das Mewtwo mit roten Augen. Alles schlecht. Habe ich eigentlich einen... Ey, da ist ein Massa. Stink. Wenn er das guckt, dann kommentier mal bitte darunter. Aber was wird wahrscheinlich? Fluorball! Ja, genau. Mich vergasen wird er, ne? Ich habe eigentlich mit Massalin ein Projekt aufgenommen gehabt, was zur Hälfte eigentlich schon rum war. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist natürlich auch wegen der Festplatten die Fragmentierung leider auch verloren gegangen. Deswegen muss ich mich mal wieder mal bei ihm melden, mal fragen, was da jetzt ist. Vielleicht werde ich dann mit dem dann das neue Pokémon-Projekt aufnehmen. Vor allem, ich hoffe, es gibt bald einen 3DS-Emulator. Warte mal, ich wollte gerade gucken, ob es einen Trank gibt. Ein Vulpix! Tauchen hier eine Shinies auf? Ja, ne? Shinies können auftauchen. Aber werden die dann als so Stand-Digits da angezeigt? So. Fuck. Nein. Oh. Morgen! Ich glaube, sie sind alle noch in der Schule. Ah, back. Stimmt. Use. Lava, ich glaube, wie viel. Nee. Ist es ein Beleber? Ja, ne? Ja, Beleber. Carbon, Elixier, lol. Ach, das war ein Doppelleber! Fuck, sorry. Okay. Okay, alles gut, okay. Gut, wir gehen jetzt mal zu unserem Team. So. Was? Ach so, das ist eine Gilde oder so ein Scheiß. Okay. Ich möchte hier aber zu meinem Pokémon gehen. Ach da. Okay. Wie viel braucht es noch? Okay, das werden wir mal erst. Oh, süß, das sind sogar ein Weibchen. Nein.